Nur so kurz. Aber das ist leider nicht möglich, sonst leckt es ohne Ende. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber kann ich den überall hinsetzen? Tja, wenn ihr wüsstet, wo der Benjamin ist, ne? Oh, ich habe gar keine Verteidigung. Ah, ist ja wieder nicht. Ah, ich habe ja glücklicherweise noch Nägel am Ende. Ja, mit Doppelgeld natürlich, ne? Lass uns den doch mal hier hinsetzen. Sehr schön. Taschen Jones. Wie kriegt man den falschen Waffen? Und schau einfach mal Hauptmenü auf dieses riesige, große Geschenk, was da steht. Das ist eigentlich schwer zu übersehen. Wie kommt man so weit? What the fuck? Ja, es ging damals. Jetzt ist es nicht mehr so einfach. Ah, ich bin unsicher. Soll ich wirklich auf die Mitte gehen, ja? Und was sonst? Also Mitte und welchen Zweig sonst? Ich bin ja immer für den oberen. Ich weiß nicht, der untere gefällt mir nicht so sehr. Ich finde den oberen Knorker. Achso, siehst du, ich wollte den umbenennen. Aber warum ist Prey and Prey nur wegen der unteren Stufe? Pexis? Da ist dann Alejo. Warum hast du so viel Startgeld? Weil Doppelgeld. Wie bekommt man die Nägel am Ende der Map am Rundenanfang? Ausrufezeichen Affenwissen. Steht bestimmt irgendwo da drin. Let the beat. Hier ist ja voll wenig Platz zum Banken platzieren. Ja, voll räudig. Ich habe ja ein paar neue. Der Bananenbauers. Oh, guck mal, das haben die auch gefixt. Nice, es leckt nicht mehr. Mega hübsch. Haben die gut gemacht. Haben die auch gefixt, sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, ich würde gerne auf die Marktplätze gehen. Die sind ja sehr gut. Mitte, 250, untere, unten. Okay, die viele sagen unten, unten ist OP. Auf dem hier, starke Wurfpfeile, Matt. Na klar, weil. Könnt ihr was sagen? Sicher? 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 Ich bin mir ja nur unsicher. Dem. Brauchen wir von Upgrade. Unten. 259. Ja, ihr macht mich irre. Dim, 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 dim. Unten sagt er, machen wir unten erstmal. Warum nicht? Lass uns probieren. Aber der hat total die Streureichweite. 250 ist das Beste. Geil. Jetzt hab ich beides. Ihr habt gesagt unten. Ja, so war erstmal unten. Das schießt mit einer Waffe, von der ich alle Schüsse treffe. Alles, was nicht immer trifft, heißt Pray and Pray. Ach, echt, ja? Okay. Gut zu wissen. Du brauchst Pierce von dem unteren Zweig, deshalb 052. Also, ich glaube, Plasma das schon. Wenn Plasma das sagt, dann wird das schon stimmen. Money, money, money. Ja, ich denke auch, Schussbündelung wäre cooler gewesen, weil wir einfach mehr Schüsse dadurch haben, aber. Ja. Ah, nee, ist nur die Höhe und die Zielgenauigkeit. Und nicht mehr Schüsse. Zumal Pexas, ja, du hast recht. Von wegen hier doppelt Geld, also das, was Susanne geschrieben hat. Ich verstehe dich, Susanne. Aber ganz ehrlich, das ist eine Anfänger-Map. Und wer die nicht schafft, mit so viel Wasser und mit so viel Wasser, der kann das Spiel einfach deinstallieren, weißt du? Kann man dazu einfach nur sagen. Erstmal die Wasserraketen rammen. Easy going. Danke. So. Der rote Knopf macht alles. Ja, macht genau. Der lässt einfach alles explodieren. Gibt es einfach eine riesige Explosion, dann ist alles weg. Seht ihr übrigens mal Benjamin? Seht ihr ihn? Könnt ihr ihn sehen? Ihr seht ihn nicht, oder?
Das stimmt, Verstand ist super entspannt, muss ich auch sagen. Das gefällt mir sehr gut. So. Gibt noch einen Marktplatz, gibt noch einen Marktplatz hier. Ganz, ganz viele Marktplätze. Her mit dem Geld. Ich finde das so geil, dass du wirklich in den Kommentaren liest. Das macht dich so besonders sympathisch. Ach, danke dir, Alex. Jetzt, aber ich bin doch eigentlich so toxic, weißt du? Ich bin so böse heute wieder mal. Ich bin so toxic, Mann. Ach, ich bin so toxic. Die Map wird sogar ich bestimmt schaffen. Ja. Also ganz ehrlich, wer diese Map nicht schafft, der kann das Spiel gleich deinstallieren. Wer das Spiel zumindest schon mal ein bisschen angefangen hat zu spielen. Weil das ist so einfach. Du hast so viel Wasser. Setz dir einfach wirklich nur U-Boote hinsetzen und du hast gewonnen. Ja, das ist tatsächlich überhaupt nicht schwierig. Ich sehe ihn oben rechts. Ja gut, wegen dem Trojaner. Da kommt einfach ein Trojaner raus. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. Gut, lass uns doch auf die 78.000 sparen. Ist doch easy going, oder? Geh mal hin. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Defense. Wir haben 91.000 Erfahrung. Lass uns noch einen zweiten hinsetzen. Der hier steht. Ich muss auch sagen, mit dem Festsetzen ist das richtig cool. Ich habe Bock auf... Okay, welches soll ich der zweite Skin? Erzählt mal. Worauf habt ihr Bock? Den Fünfer machen wir jetzt als erstes hier hin. Wer ist der nächste? Erstmal Spiel installieren, wie? Das ist funny, dass du toxic bist. Ja, ich bin immer toxic. Kenn mich ja. Oben links. Oben links. Oben links ist hier, wo die 1 steht. Madcon und 63, die verteilen das nur gut gegen Bad und ZOMG. Das ist ja hier ein zweites. Wie Geld wir hier einfach kriegen, ist ja irre, ey. Doppelgeld natürlich. Ich bin halt einfach so schlecht, dass ich ohne Doppelgeld nicht schaffe, es zu spielen, weißt du? Sind wir nicht so bad. 4-2-0. Ja, gut. Sobald du beim mittleren Zweig das Tier 5 Upgrade kaufst, kommt normale. Echt so schlecht. Ist das ein Bug oder ist das wirklich so gewollt? Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass das nicht gewollt ist, dass das so gewollt ist. Deswegen hast du vorhin ja auch verkackt. Was? Was? Toxic ist eine Lebenseinstellung. Wir wollen erstmal 78.000. Dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber wir machen erstmal den Plasma-Beschleuniger. Let's go. Macht er wirklich so viel Damage? Können wir mal vielleicht ganz hinten setzen, oder? Theoretisch darf da keiner mal durchkommen. Alles OP. Ist gewollt, ja. Ein Geschenk steht aber nur, dass ich 500.000 weitere Blumen platzen lassen muss. Ja, dann musst du 500, wie es schon da steht, 500.000 weitere Blumen platzen lassen. Das haben wir relativ selbst erklärt, oder? Ich spiele gerade Chimps auf der Map, hab eine Wette mit ein paar Freunden aus der Schule, dass du sie schaffst oder nicht schaffst. Warum hast du nicht den Bananenblock platziert? Weil er am Anfang noch keine Marktplätze hatte. Er hat ein bisschen was eingesammelt. Hier, 1206 hat er eingesammelt. Das hätte ich selbst einsammeln müssen, bin ich zu faul für. Muss ich gestehen. Unendlich lange Laser. Ja, dann werden wir uns dafür in den Strahlen des Untergangs als nächstes reinziehen, würde ich sagen. Habe ich Bock drauf. Wisst ihr, ich habe die 75.000 XP. Dürfte nicht mehr viel dauern. 39.000 haben wir schon. Ist natürlich doof, dass ich Bananendingens mache, ne? Die klauen mir die ganze Erfahrung. Weil du ohne Doppelgeld nichts kannst und so. Ja, ist halt so. Ich bin halt ein schlechter YouTuber. Was soll man dazu sagen? Kann ich halt nichts machen gegen. Bin einfach kacke. Ich habe ihn an dem Herz gesehen. Ah, okay, ja, stimmt. Auch wieder wahr. Money, money, money. Was ist das für ein Sensor? Das ist ein Bananenbauer mit einem Skin.
eine Halloween-Skin. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Wenn die Map als erstes auf schwarzer Chimps macht, uff. Wenn ihr so eure Zeit wasten wollt, bitte sehr. Viel Spaß. Ich habe das Spiel von eben doch weitergespielt, die Koop-Runde. Nice, okay. Wie weit hast du es geschafft? So, lass uns jetzt erstmal auf die 78.000 gehen, würde ich sagen, oder? Oder was erstmal? Schwierig. Wie viel Erfahrung? Nee, ich sagte nicht mehr. Okay, wir werden erstmal Geld sammeln und dann, Alter, wie viel Geld ich gerade bekommen? Holy moly. Aber trotzdem 30 Mal auf den Kaufbutton gedrückt und zu faul, dreimal Bananen einzusammeln. Ja. Weil die 30 Mal kaufen ist eine Langzeitinvestition. So, müsste reichen jetzt erstmal. Ist das Schiff X durch 5 noch gut? Ich fand es noch nie gut. Muss ich gestehen. Dude. Ich bin so schlecht. Oder 63 easy geschafft. Easy going. Und wenn du einmal irgendwie nicht mehr gesperrt hast, dann ist es echt gar nicht so einfach. Ups. Ups. Ach Gott, Alter. Okay, gleich haben wir genug Geld. Schon viel Matt. Wann hat Wasser seine kleinste Ausdehnung erreicht? Keine Ahnung. Ich bin am Spielen. Ich hab keine Zeit für sowas. So, die 3 Kilo Extrem Schaden beim Blut der Moab-Klasse. Let's go! Oh, sieht aber hübsch aus. Ich habe mir Bock auf so ein. Naja, das ist jetzt schwierig. Der macht scheinbar wirklich keinen Damage mehr an normalen Bloons, wa? Dann bin ich doch danach aus. So, lass uns das mal machen. Achso, zielunabhängig natürlich. Lass den mal schießen. Der rote Knopf sorgt dafür, dass alle Gesperrten, ne, wenn du sie auf einer Stelle fixiert hast, dass sie alle wieder frei sind, damit du den Gegner hinterher schießen kannst. Chimps, hast du nur geschafft, weil du Taktik von YouTube genutzt hast. Ich? Sure. Kennt mich. Wer kennt's nicht, dass ich während des Streams einfach mal ein YouTube-Video nebenbei ablaufen lassen? Was auch sonst. Lass doch ein bisschen Geld sparen. Wie viel brauchen wir denn insgesamt? 132.000 204.000, ne? Wir kriegen 20.000, 3, 6, 9, 180.000, wir haben schon alles. Da will ich jetzt nur noch die Erfahrung haben, die wir jetzt kriegen werden, hoffe ich. Wir haben 55.000 Erfahrung, mal gucken wir nach einer Runde, wie viel wir kriegen. 4.000, das ist nicht so viel. Ist ja schlecht. Warum bin die Bananenplantage mit doppelt Geld nicht doppelt so viel Geld? Keine Ahnung. Frag mal Ninja Kiwi. Der rote Button ist der Emergency-Knopf aus dem Among Us. Ist das so? Naja, gleich haben wir es. Man weiß, wenn Strahl zu lang ist, würde ich sagen. Hier steht noch ein Wurfeilarpe, lull. Wieso hast du den Skin nicht eingesetzt? Welchen Skill? Ja, gute Frage. Warum bist du brain dead? Gib mir die Erfahrung. Ich will das Geld, ich will die Erfahrung haben. Geld habe ich genug. Ah, zwei, drei Runden noch. Was ist das für ein Roboter? Der unterste Zweig. Er schießt übrigens in die andere Richtung. Müsste man am Anfang setzen. So, da haben wir ihn. Freigeschaltet. Zack.
Nio, hast du eine fette Kanone, Alter? Oh mein Gott. Holy, ist die dick. Ist die dick. Leute, guckt euch das dicke Ding an. Setzt du für mich einen kleinen Ninja hin? Wohin denn? Dahin? Oder dahin? Oder hier vielleicht? Oder gefällt es dir da vielleicht besser? Oder wie wär's denn mit dahin? Ist das gut? Da brauchen wir noch ein bisschen Erfahrung für den da. Die Blumen-Ausschlusszone. Erhöhter Schaden, Verbesserung auf 6 Läufe. Blumen sind ausgeschlossen. Ja, die werden gemobbt. Ey, hier wird Mobbing betrieben. Ja, du schaffst dich deine eigenen Videos, gibst du. Ja, das ist wirklich echt fies. Also, dass ich wirklich meine eigenen Videos gucke, um Schimpfs zu schaffen, wie ich Schimpfs geschafft habe, das ist schon wirklich böse. Ich sollte mich eigentlich dafür schämen, wirklich. Moin, Noah. Die liegen gut, alles klar. Ich glaube, hier fehlt noch einer. Und vielleicht da auch noch einer. Und vielleicht... Ne, okay. Aber vielleicht, wenn die Pinguin wegmache, einfach ein bisschen gemobbt, weißt du? Einfach die Plätze eingenommen. Ne? Weg mit euch. Oh, der Damage ist nice, ne? Haut gut rein. Und die hier? Ja, dann haben wir schon mehr Damage gemacht. ja. Alter, der Damage ist richtig gut. Gefällt mir. Kostet die auch 120.000, ne? 132.000 sogar. Moin, Ulrike. Mhm. 30.000 Erfahrung brauchen wir noch. Na, ich bin mal gespannt. Der kann ja schon Tarns killen. Das ist das Gute daran. Der kann also wirklich was gegen DDTs. Wobei, er kann... Kann er damit auch schon... Aber das sind Raketen. Er müsste theoretisch Blei kaputt machen können. Das ist die Frage, ob er gegen DDTs was machen kann. Oh, die Pinguine sind immer Ninjas drin. Oha, Pinguine. Die haben sich einfach reingequetscht. Die sind einfach in den Ninjas wieder gespawnt. Gab es nicht ein Affenwissen für die Straße? Keine Ahnung. Ich habe immer jedes Affenwissen gekauft. Mobil-Update sollte auch schon da sein, Neo-Raptor. Jetzt hast du Ninja-Pinguine. Ah, lustig. Hab jetzt erst bemerkt, dass du einen Platz verspielst. Easy, oder? Nee, das ist der mittlere 2 vom Maschinengewehr. Hast du Arch of Chimps? Nee, werde ich auch niemals machen. Moin, mir geht's gut, Finn und dir? Bin neu. Wie heißt der Turm? Er ist heute reingekommen. Das ist der Fallschutzschütze. Party Crasher. Taschen hackt. So, haben wir jetzt genug Erfahrung? Haben wir. Die letzte Erfahrungsstufe. Wie sieht der aus? Ja, hat nur 3, 4 Läufe und jetzt hat er mehr. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass der untere Zweig jetzt nicht so geil ist. Den mittleren Zweig, okay, er ist wirklich ein absoluter Mordzerstörer. Wobei es kann auch sein, dass er den krassen Schaden macht. Ich hasse dich ein bisschen. Ich hab dich auch lieb. Die Strahlen müssen sich kreuzen. Welche Strahlen? Ich hab noch einen anderen Strahl. Also, ihr wisst schon. Nein, ich bin ein Kacknoob. Hört doch mal auf damit. Ach, jedes Mal mache ich das Gleiche. Ich will nicht auf diesen Knopf drücken. Du machst ja eh. Aber das verstehe ich nicht. Was soll sich denn da kreuzen? Da kreuzt sich doch gar nichts. Wenn ich hier einfach mal... Ah doch, hier seht ihr die Pfützen. Ah, okay, doch, jetzt sehe ich sie. Die sind nur nicht sichtbar da hinten. Cool. Dann lass hier noch ein bisschen weiter links machen. Damit die Pfütze direkt hier an der Mitte ist, weißt du? Megas, 500.000 Damage. Das ist auch schon 700.000, ja. Hübsch, hübsch, hübsch. Ja, macht guten Damage. Gefällt mir.
Da haben wir schon die DDTs easy gekillt. Aber gut, ich meine, wir haben 3 T5 Skills. Ja gut, also dass der gebalanced wird, das ist sowas von safe, oder? Das ist ja overpowered. Holy shit, der Bat ist ja geschmolzen. Das ist ja bitter, ey. Das ist ja richtig bitter. Alter Schwede. Das ist ja übel. Guck ich mal den Damage an, ey. Ist übrigens wieder der Cheater-Modus, ne? Das ist wieder mein geheimer Modus, wo ich alles einfach ausprobieren kann. Richtig unfair eigentlich. So. 753 Schaden pro Rakete. Das ist richtig overpowered. Holy moly. Ja, Schuhe, Alter. Er kann halt nicht mehr viel dagegen tun, aber hier auch nicht. Ne, ich glaube, der untere Zweig ist tatsächlich schon richtig. Also, das ist ja mal sowas von lächerlich. Dafür, dass er so wenig kostet, ja, ist das viel zu mächtig. Heftig. Richtig krass. Ja, wenn wir ein Tonverstärkungsvideo machen, dann werden wir auf jeden Fall die nochmal genauer probieren. Aber das ist ultra heftig. Holy moly. Das ist richtig böse. Sehr schön. Sehr, sehr schön.